ist die Zeit, sich einen Tesla zu kaufen. Und genau das haben wir gemacht. Hier steht ein Model 3 Long Range. Und der hat einen Preis von 25.000. Der hat mal original garantiert über 60.000 gekostet. Und jetzt schreien viele Leute auf und sagen, oh, was ist denn da passiert? E-Autos kann man nicht neu kaufen. Doch, kann man schon, weil damals gab es die Tesla Model 3 rabattiert. Es gab viel Geld vom Staat, dass man sich so ein Auto kauft. Und zum Ende des Quartals gab es immer noch mal Sonderrabatte von Tesla. Und das hat der wahrscheinlich alles gehabt. Und dementsprechend kann er das Auto auch günstig weitergeben. Und das ist der Vorteil für alle, die sich jetzt einen Tesla kaufen wollen. Jetzt haben die ursprünglichen Erstbesitzer viel Marge zur Verfügung, um euch das Auto günstiger zu verkaufen. Deswegen jetzt einen Tesla kaufen. Der ist 4 Jahre alt, hat 77.000 gelaufen. Und heute wollen wir mal gucken, was kriegt man für sein Geld und was kann man erwarten von so einem 4 Jahre alten Auto. Wenn euch das interessiert, dann jetzt dranbleiben. Die Kaufberatung, ein kleines Feedback von mir zu einem Tesla Model 3, das 4 Jahre alt ist. Jetzt geht's los. Viel Spaß bei diesem Video. Dadurch, dass Tesla den Preis über die Jahre immer mal wieder angepasst hat, mal hoch, mal runter und Rabatte gegeben hat, kann man nicht ganz genau sagen, was das Auto damals neu gekostet hat. Hier steht ein Model 3 Long Range. Das heißt, hat volles Potenzial für autonomes Fahren, was aktuell 7.500 € kostet. Hat eine Anhängerkupplung und Zubehörfelgen mit Allwetterreifen auf 19 Zoll. Das heißt, ich schätze mal, dass der Neupreis so um die 65.000 € gelegen hat. Liste. Und für alle Leute, die jetzt Angst haben, ich stelle mir ja nicht so einen Akku auf den Hof und nachher ist das alles kaputt. Tesla bietet 4 Jahre und 80.000 Kilometer für alle Autos ab Erstzulassung an voller Werksgarantie. Das heißt, wenn ihr ein Auto kauft, was unter 4 Jahre alt ist und unter 80.000 Kilometer gelaufen ist, habt ihr also gar keine Probleme. Und weiterhin bietet Tesla je nach Modell für das Standard Range 160 Kilometer und 8 Jahre für Akku und Antrieb und für das Long Range sogar 192.000 Kilometer und 8 Jahre. Das heißt, wo hat man das denn bei einem Verbrenner, dass man so lange Garantie auf den Antrieb hat? 192.000 Kilometer bei einem Verbrenner, da kriegst du nicht mal mehr Kulanz. Und von innen schauen wir uns jetzt nochmal an, wie der Zustand ist nach 80.000 Kilometer und 4 Jahren. Vor allen Dingen von dem veganen Leder, wie die Abnutzungserscheinungen sind, Falten, das, was man halt sonst bei normalen Gebrauchtwagen überprüft. Wenn ich mal den Innenraum hier anguckt, es gibt eigentlich so gut wie keine Abnutzungserscheinung. Die ganzen Lederteile sehen top aus und das Auto wird halt benutzt. Ja? Aber jeder normale Wagen sieht ähnlich oder noch deutlich schlimmer aus, wenn man den 80.000 Kilometer und 4 Jahre benutzt. Das heißt, es hat sich nichts verändert. Man kann das einfach so kaufen, wie man das gewohnt ist. Wo man darauf achten muss, ist, Elektroautos generell benutzen wenig ihre Bremse. Das heißt, man muss gucken, ob die Bremsscheiben einigermaßen in Ordnung sind. Das ist ein typischer Verschleiß, der bei Elektroautos, aber nicht nur beim Tesla, sondern bei allen Autos so ist. Da würde ich drauf achten. Und ansonsten, wenn das Auto sauber durch den TÜV kommt, dann habt ihr eigentlich nichts Böses zu erwarten. Wann sind wir endlich da? Kannst du mal die Sitzheizung anmachen? Dauert das noch lange? Mir ist so langweilig. Das ist das, was man hört, wenn man lange Strecken fährt und hinten ein kleines Kind sitzen hat. Und Tesla hat das irgendwann selber eingesehen und hat ein Display für das Facelift-Modell, für das Model 3 Highland eingebaut hinten. Und das gibt's auch zum Nachrüsten. Ich habe ein Display besorgt und das kommt dahin, wo normalerweise die Lüftungsdüsen sind. Und das bauen wir jetzt ein. Und dann zeige ich euch, was man damit alles machen kann. Und hoffentlich ist dann Ruhe hinten auf den billigen Plätzen. So, die Installation ist recht einfach, und zwar ist das hier nur an 4 Stellen geklipst und dazu gibt es dann einen Adapterkabelsatz, den man einfach dazwischen steckt, und das soll es eigentlich schon gewesen sein. Das heißt, wir bauen das jetzt mal auseinander und dann schauen wir uns mal an, ob das wirklich so einfach geht.
So, das hat keine 10 Minuten gedauert und das Display ist installiert und ist mega witzig. Man hat jetzt hinten die Funktion, die man eigentlich von vorne immer steuern muss. Das Display hat selber auch einen eigenen Lautsprecher. Das heißt, das Kind kann hinten auch die Musik hören, die es quasi in einem Video oder sowas hat. Und vorne kannst du trotzdem deine Sachen hören. Das ist also ganz cool. So, und ich sitze jetzt mal hinten und habe mich hier normal hingesetzt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das Display positioniert ist und wie man es sehen kann. Man sieht, dass das eine gute Position hat und man, wenn man normal sitzt, kann man sich das da unten angucken. Das ist gerade für Kinder ist das natürlich praktisch, dass man hinten was laufen lassen kann. Man kann da dann auch noch einen Kopfhörer anschließen und USB, man kann da eigene Videos aufspielen. Und was halt aber witzig ist, man kann auch die ganzen Sachen von vorne so ein bisschen mitsteuern. Das heißt, man kann sich selber die Sitzheizung anmachen. Das ist natürlich für Erwachsene, wenn man als Erwachsener mitfährt, interessant, Sitzheizung selber steuern. Man kann auch den Vordermann ein bisschen ärgern, indem man seinen Sitz verstellt. Das zeige ich euch jetzt mal. Und jetzt sagt ihr natürlich, ey, ich will ja aber nicht, dass mein Kind die ganze Zeit hinten alles machen kann, was es will. Das ist ganz cool gelöst. Wir haben da eine Möglichkeit, und zwar kann man so eine Kindersicherung aktivieren. Und dann kommt man nur wieder in die Bedienung rein, wenn man einen Code eingibt. Und das ist ziemlich praktisch. Das sollte man vielleicht machen, damit man nicht die ganze Zeit vom Kind genervt wird. Indem es den Sitz nach vorne und nach hinten fährt. Das ist eine total praktische Funktion und das ist auch ganz einfach. Man kann auch eigene Videos drauf spielen und das heißt, man kann vorher vor der Fahrt die einzelnen Videos, die das Kind sehen soll, drauf spielen. Dann kann es das während der Fahrt selbstständig abrufen. Und ich verlinke euch mal unten in den Kommentaren, wo ich das Display her habe. Und ich glaube, ich werde da noch ein paar mehr Items für dieses Auto shoppen, weil so ein bisschen ambiente Beleuchtung und so, das tut dem Auto ganz gut. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, was ihr von so einem Display haltet und ob ihr das sinnvoll findet, sowas nachzurüsten. Ich bin sehr happy über die ganze Optik und wie das Ganze hier aussieht. Was cool ist, ist, dass die Optik, das heißt die Kunststoffe und alles andere genau die gleiche Qualität hat wie Tesla ab Werk. Das heißt, es fügt sich nahtlos komplett in den Innenraum ein und es hätte genauso auch ab Werk kommen können. Das ist eigentlich auch das, was man haben möchte und deswegen good job. Wir werden das jetzt mal testen über eine längere Zeit, aber der Kauf hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, warum man sich jetzt eigentlich einen Tesla kauft, ist natürlich das hier zum Fahren. Ne? Alles, was schön aussieht, ist zwar nett, aber eigentlich will man ja einen Tesla fahren. Und wenn man mal so eine Zeit lang gefahren ist, dann ist das genauso wie, als wenn man einen Neuwagen fährt. Ich habe vor 2 Jahren Model Y gehabt, was ich damals neu gekauft habe. Und es fühlt sich eigentlich genauso an, als ob ich den hier gestern abgeholt hätte. Das ganze Fahrwerk, die ganzen anderen Sachen, es klappert nichts, es knatscht nichts. So, warum Tesla Model 3 und kein Model Y? Weil die Model Y noch alle im Leasing sind. Den gab es 2 Jahre später und deswegen sind die einfach noch nicht verfügbar. Und deswegen ist Model 3 geworden. Man muss aber auch sagen, Model 3 ist in der Beschleunigung schneller und für den, den es interessiert, und verbraucht weniger, hat aber auch ein bisschen weniger Platz. Aber hier vorne sitzt man super. Ist halt kein SUV, sondern ist eher so ein kleiner Sportwagen. Von innen Größe wie so ein A4, von außen Größe wie ein A3. In meinen Augen jetzt der richtige Zeitpunkt, sich so ein Auto zu kaufen. Und dementsprechend Daumen hoch von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Oh!